Hallo liebe Fabela iMac-Zuschauer, Fabian hier. Heute mit einem Test zu Afterburner Climax, welches seit kurzem für 2,69 € als Universal App für iPod Touch, iPhone und iPad im App Store steht. Bei dem Titel handelt es sich um einen Spielhallenklassiker aus dem Jahr 1987, dem Sega 2006 ein Remake im PSN-Netzwerk und auf Xbox Live Arcade spendiert hat. Bei Afterburner Climax handelt es sich um einen reinrassigen Arcade-Flugzeugshooter. Der Titel ist also viel einfacher gehalten als beispielsweise die Sky Gamblers-Reihe von Namco Bandai. Dass es bei Afterburner Climax vor allem um unkomplizierte Luftkampf-Action geht, merkt man bereits nach dem ersten Spielen. Auf einem festgelegten Korridor könnt ihr euer Flugzeug per virtuellem Joystick oder mit Hilfe der Neigesensoren nach oben, unten, rechts oder links bewegen. Freie Bewegungsfreiheit gibt es nicht. Darüber hinaus könnt ihr per Schieberegler noch die Schubkraft, also die Geschwindigkeit eures Fliegers, bestimmen. Das Ganze spielt sich ein wenig wie die Star Fox oder Starwing-Reihe von Nintendo. Während eures Flugs begegnen euch jede Menge Gegner, die ihr per Maschinengewehr oder Raketen abschießen könnt. Eure Waffen aktiviert ihr ganz einfach per Button-Tap. Um das automatische Zielsystem eurer Raketen zu aktivieren, müsst ihr euer Fadenkreuz einmal über den Gegner bewegen. Die Rakete findet nach dem Abschuss automatisch ihr Ziel. Als weitere Hilfe steht euch noch ein Zeitlupen-Modus namens Climax zur Verfügung, der sich mit der Zeit auflädt. So versucht ihr möglichst viele Feinde abzuschießen und selber möglichst wenig getroffen zu werden, beziehungsweise Bergen und anderen Hindernissen auszuweichen. Denn euer eigenes Flugzeug hält nicht allzu viel aus. Ein Energiebalken zeigt euch an, wie lange euer Flieger noch durchhält. Mit jedem Crash verliert ihr ein Leben. Habt ihr kein Leben mehr übrig, ist das Spiel beendet. Nach jedem Level gibt es eine Bewertung, die euch anzeigt, wie viele Punkte ihr erzielt habt und wie viele Ziele ihr getroffen habt. Grafisch sieht Afterburner Climax gut aus. Es gibt schöne Explosionseffekte, jede Menge Objekte und Action, tolle Reflexionen und das Spiel läuft pfeilschnell und flüssig. An die grafische Brillanz der Sky Gamblers Serie reicht der Titel aber nicht heran. Der Sound hat mir persönlich gemischt gut gefallen. Einige rockige Musikstücke passen sehr gut zu den Leveln, während andere Musikstücke typisch japanisch anmuten und klar an die 80er Jahre erinnern. Insgesamt erwarten euch 20 Level im Spiel und 3 Flugzeuge, die F-14 Tomcat, die F-15 Strike Eagle und die Super Hornet von Boeing. Im Lauf der Zeit könnt ihr verschiedene Power-Ups freischalten und euch in die Highscore-Listen eintragen. Mein Fazit. Alles in allem ist Afterburner Climax ein nett gemachter Action-Titel, der die Herkunft aus den 80er Jahren aber nicht verleugnen kann. Gameplay und Musik sind teilweise einfach etwas oldschool, was mir persönlich dieses Mal nicht so gut gefallen hat, aber mit Sicherheit noch einige Anhänger unter euch hat. Zumal Afterburner Climax wirklich unkompliziert zu bedienen ist und sich perfekt für eine kleine Actionrunde zwischendurch eignet. Ich ziehe eine Runde ARC Squadron jederzeit vor. Das war's von mir, schreibt mir eure Meinung zum Spiel doch wie immer in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, sagt euer Fabian.